Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream at 5 und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Heute schon mit fahren wir schön Panzerchen mit dem Puma VJTF. Ich habe schon ein paar Runden mit ihm. Ich will nicht zu viel verraten. Ein klein bisschen bin ich enttäuscht. Ja, das ist irgendwie. Ich nenne es mal Patchfehler erstmal. Ne? Nennen wir es erstmal Patchfehler. Ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Irgendwas haben die Herrschaften von der Gaijin-Truppe vergessen oder verschleudert, verschludert, wie man es auch nimmt. Ne? Irgendwas ging vergessen. Würde ich mal drauf tippen. Aber gut, wir gehen trotzdem mal auf die Daten ein. Ne? Schön auf die Daten hier. 5,56 mm MG4 Maschinengewehr verbaut mit 2000 Schuss. Dann die berühmten Spike LR2 RGM Raketen. Wir haben aber nur 4 Stück davon, also geht vorsichtig damit um. So, plus 30 mm MK30 2 ABM Maschinenkanone mit 400 Schuss. Ne? Wir haben auch eine Schusskadenz von 200 Schuss pro Minute, Nachladezeit 0,2 Sekunden. Das gilt für die Kanone hier, nicht für die Raketen. So, 3-Mann-Besatzung, 78 km/h schnell. Was den Schutz betrifft, ich sag's mal so, ist wie beim vorigen Puma, sind es dieselben Daten. Ne? Es sind die einen, na, fast selben Daten. Es gibt kleine Unterschiede, aber prinzipiell gesehen, ja, ganz, eigentlich ist es komplett gleich. Ne? Es ist einfach nur, es ist eigentlich nur der gleiche Puma mit Raketen einfach. Ne? Ja, das hier ist erstmal so die Außenbekleidung. Ne? Ihr kennt das ja, ein bisschen überall. Ära-Nera-Panzerung, hier schön an den Seiten, Reaktivpanzerung verbaut, ne, hier Nera-Komponenten und hier sind es halt Reaktivpanzerungen. Ne. Der Turm selbst ist unbemannt, wie immer bei diesem Modellreihe, so sieht es im Innenbereich aus, ne, schön hier vorne mit Motorblock und Getriebe, dazwischen leider, verstehe einer, dass ne, ich hätte es woanders hingepackt, aber gut. Da vorne halt ein bisschen hier Außentank, ne, wenn die hochgehen, ja, die brennen halt, ist nicht tragisch, außerdem ist da noch eine kleine Platte dazwischen, ne. Sie hält nicht so viel aus, diese kleine Platte, ne, es sind 20 mm, aber es sind 20 mm, ganz einfach. So, ja, so 15, danach gibt's 50 mm Verbundpanzerung, ne, gegen Heatgeschosse, eigentlich ganz praktisch, aber kommt in dem Rating 10-7 nicht so oft vor, dass mit Heatgeschossen rumhantiert wird, ne. Hier haben wir ein bisschen näherer Panzerung gegen ja, 70 mm gegen Wuchtgeschosse und gegen Hohlladungsmunition 450. Das ist natürlich effektiv, hier sind sogar 500 drin, aber hier kommen wenig, hier seitlich 5 mm na, gegen Wuchtgeschosse ist keine Chance. Also Wuchtgeschosse sind hier richtig voll drin. Ja, schön sieht es im Innenbereich aus, ne? Sehr schön. So, wir gehen mal auf die Munitionsquote, Munition generell ein, Standardmunition. Hat einen leichten Durchschlag mit 81 mm auf 500 Meter Entfernung und Winkel von 0. Kommen wir damit bei einigen Fahrzeugen seitlich durch. Front könnte knicken. Ne? Dann haben wir noch die Möglichkeit für eine HET-Granate. Einfach nur effektiv gegen Flugzeuge und Helikopter. Dann haben wir noch was ganz Effektives gegen Flugzeuge und Helikopter. Ja, so eine richtige Schrapnellgranate. Als hättet ihr eine Shotgun unterm Arsch, ne? Als hättet ihr echt einen Shotgun im Lauf. So, und dann haben wir die PMC 287er, die natürlich auf 500 Metern 111 mm Durchschlagsleistung erzielt. Wir kennen diese Munition wie beim allen anderen Puma auch und sie ist sehr durchschlagskräftig, ne? Damit könnt ihr sehr viele Gegner seitlich holen und aufgrund der schieren Masse, die wir in Kadenzform rausschießen können, können wir damit sogar noch ein bisschen mehr erreichen. So, dazu noch die Spike-Raketen. 700 mm Durchschlagsleistung auf dem Winkel von 0. Ne? Selbst beim Winkel von 60 holt man noch ordentlich was raus, aber es reicht nicht für jeden Panzer. Das Problem ist, das Anvisieren des Ziels, ne, und dann noch, der Point ist, die Rakete fliegt ja hoch und fliegt dann von oben nach unten aufs Ziel drauf. Für die Rakete, wo sie einschlägt, ist das regelrecht ein Winkel von 0, wenn man es fast überlegt. Auch bei feindlichen Gegnern, die runde Türme haben, ist das so ungefähr so ein grober, ne? Aber irgendwie funktioniert sie nicht so richtig, wie sie soll. Zumindestens seit meiner Verwendung für sie ist es nicht so dolle. Aber wir gucken uns das jetzt in zwei schönen Runden an. Ich versuche heute eine
Runde realistisch auch zu fahren, aber da kann ich jetzt nicht zu direkt verspringen. Vielleicht machen wir 3 Runden, 2 Runden Arcade, 1 Runde realistisch, gucken wir mal. Na, gucken wir mal, wie die, ja, wie wir reinkommen. Sagen wir es mal so. So, DJ tut sich wohl noch was einschenken und trinken. Da hat sich mal wieder ein bisschen Bitzel gekauft. Lecker, lecker. Obwohl ich muss sagen, ich bin so gut dabei, mich gerade vom Zucker regelrecht zu verabschieden. Und dann habe ich gedacht, komm, holst du mal so einen Kasten hier mit Bitzel und alles, ne? Ich werde jetzt langsam wieder zuckersüchtig. Ich merke das schon, Leute. Ich merke das schon. Nicht so gut, ne? Man versucht ja seinen Körper ein bisschen zu verbessern. Bei mir wäre das wirklich vonnöten. Gut, ich habe auch gut wieder abgenommen, aber ja, was soll ich sagen? Ganz vom Zucker kann ich auch nicht runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ganz vom Zucker komme ich nicht weg. Ne? So, Sinai, hier haben wir vielleicht eine Möglichkeit, diese Raketen richtig zu verwenden. Übrigens, sofern ihr nicht das MG auf die Taste Alt gelegt habt, weil dieses Zielsystem für die Raketen ist auch auf Alt. Stellt die Taste um. Ihr müsst echt die Tasten da umstellen. Ne? Ich habe es jetzt mal auf X, aber ja, guck mal erstmal, ob das wirklich gut läuft. Ne? Ja, gut, nee, geht. X geht. Bestens. So, wohin des Weges? Jo, sorry, ich wollte dich nicht. Der denkt jetzt hier so, was hast du mit Absicht getan? Nein. Hier ist eigentlich immer eine verdammt gute Möglichkeit, um Gegner zu spotten, zu trollen, hier genau dieser Point. Genau dieser Point. Okay, der erste ist schon tot. Der erste ist schon hinüber. Ich muss hier ein bisschen warten. Der öfter tauchen hier welche auf, ja. Na. Den können wir jetzt leider noch nicht. Komm, komm, komm. Komm aus deinem Loch raus. Komm schon. What? Hat er mich denn getroffen? Von wo hat er mich getroffen? Ja, ich schieß doch. Ah, scheiße, mein Zielsystem ist ausgeschaltet. Mein Zielsystem ist ausgeschaltet. Meine Raketen sind kaputt. Ich muss jetzt warten. Boah. Das muss doch jetzt echt nicht sein, oder? Doch, das muss sein. Haben wir leider ein Problem. Ja, seht ihr? Ich könnte ihn jetzt beschießen, aber oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh. Meine Raketen sind kaputt. Scheiße, und keiner unterstützt mich gerade in der Reparatur. Wir haben auch noch keine Bodenzone eingenommen, wo ich mich reparieren könnte. Ansonsten wäre es hier perfekt, Leute, ne? Ansonsten könnte ich hier wunderbar arbeiten. Aber nö. Scheiße, ich wollte euch jetzt richtig schön zeigen, wie die funktionieren, die Raketen. Und dann passiert so eine Kacke. Damit konnte man aber auch nicht rechnen. Was lädt der eigentlich die ganze Zeit nach? Weiß nicht. Okay. Mal gucken, dass wir hier irgendwo wegkommen. Ich will nach B. Wenn ich nach B reinkomme, ist kein Problem. In B kann ich mich reparieren. Das Problem ist, da ist ein T90. Und der wartet da. Und ich habe keine Möglichkeit, mich hier aus dem Stock zu machen. Wenn du mal jemanden brauchst, der dir hilft bei der Reparatur, ne? Dann hast du das Problem. Dann hast du richtig Probleme. Okay, so ist das jetzt automatisch zerstört. Das heißt, wir können mal kurz in den Weg einfahren und reparieren. Ja, ich hätte diesen Reparaturscheiß schon längst upgraden können, also machen können, aber hat sich halt als schwierig ergeben. Meistens tot. Ich will nur kurz mal in B rein, Reparatur durchführen.
Er wird mir sowieso nicht helfen. Naja. Ach shit, da kommt gleich einer. Ein bisschen in die Patrouille gefahren. So, jetzt 14 Sekunden Reparaturzeit. Das ist leider ziemlich lang, aber dann können wir vielleicht eventuell gleich durchstarten. Sofern da hinten bei 10 nicht alles zum Teufel geht. Na also, Deko. So. Gucken wir mal. Ne, kann ich nicht rein. Und? Jo, seht ihr? Da ist das Problem. Wir nehmen es nochmal. Und ihr seht das Problem. Ihr seht das verdammte Problem, das gerade existiert. Er hat auf mich geschossen. Scheiße, mein Fahrzeug steckt fest. Ach, die Raketen sind ja schon wieder ausgeschaltet. Scheiße. Wir sitzen schon wieder fest, bis ich wieder fahrtüchtig bin. Na, ist halt scheiße. Ich kann auch nicht schießen. Bisschen kann ich schießen. Aber ich muss mir schon wieder die Raketen reparieren. Ja, ich weiß, es ist eine sehr schöne Rakete. Da kann ich auch nichts zu. Aber ihr habt gesehen, was die Raketen, ne? Die haben seinen Autolader zerstört. Bringt mir der Autolader. Ja, das war's dann. Das ist halt so das, was mich intensiv hier stört. Ne? Das ist das, was mich gerade stört. Es gibt keine direkten richtigen Treffer. Es gibt wirklich gerade keine direkten Treffer. Es ist eine Katastrophe. Und ich weiß aus fundierten Quellen, dass dir das so nicht sein dürfte. Es dürfte so nicht sein. Deshalb, ja, eigentlich sind diese Raketen sehr zielstrebig und sehr effektiv. Und das wurde hier irgendwie nicht richtig in das Spiel rein implementiert. Womöglich haben die Entwickler selbst ziemlich Angst gehabt, dass das vielleicht zu Übermaßen führen würde, oder zumindest dazu führen würde, dass sehr viele übermächtig sein könnten, ne? Imber voll, aber so einer rein. Tatsächlich. Damit hat er doch nicht gerechnet. Er schlicht durch die Gegend. Ja, ja. So. Das machen die meisten. Na, das machen die meisten. Die schleichen immer so durch die Gegend. Und dann letztendlich, ja, kriegen sie voll im Pfund aufs Maul. Na, richtige Pfunde, Pfund aufs Maul. Daher. Okay, der ist auch schon hin. Ich würde mal sagen, C. Lohnt sich das überhaupt jetzt noch? Naja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt, ich glaube, da ist schon nichts mehr übrig. Ein Leopard ist unterwegs noch. Ein Leo. Wo auch immer der gerade ist. Ja gut, C lohnt sich aber auch schon nicht mehr. Schade eigentlich. Ja. So, eine Sekunde, Leute. Ich muss gerade noch was... Wunderbar. So. Na endlich. Ja, ich hätte es vorher schon. Es ist wirklich sehr teuer, Leute, ne? 19.000. Das Fahrzeug selbst kostet fast 1 Million. Die Instandsetzung kommt auf 1 Million. Also letztendlich müsst ihr ganz schön viel federn lassen. Ne? Also viel Geld war es schon. Ne? Kostenpreis für das Fahrzeug ist enorm. Falls mir da keiner glauben sollte, ne, extra hier auf Info klicken. Und dann seht ihr selber.
950.000 Lines. Ne? Vielleicht steht hier sogar noch der Preis für die Instandsetzung. Muss ich mal gerade gucken. Ja, nö. Doch, da, in der Crew Training. 270.000 obendrauf, also Instandsetzung, ne? Also Verwendung. Das ist ein sehr teures Fahrzeug. Sehr teures Fahrzeug und die Raketen funktionieren nicht so gut, wie man soll. Ja. Da sind wir schon wieder bei dem wichtigen Thema. Ich bin traurig und verstehe auch nicht, was los ist. Also, es lässt mich ratlos zurück. Wirklich, ich weiß nicht, was der Fehler ist. Es muss ein Bug sein. Es muss einfach ein Bug sein. Entweder ist ein Bug oder es ist gewollt. Weil sie wohl Angst haben, dass dann zukünftig die Puma VJTF-Modelle regelrecht die Karten regelrecht beherrschen. Was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann. Ne? Was ich mir jetzt einfach nicht vorstellen kann. Aber ihr seht, das Problem. Ja. So, eine Runde, wie gesagt, noch Arcade. Und dann die nächste wird dann realistisch. Da gucken wir mal. Vielleicht versagt das Ding in realistisch nicht. Aber wenn das jetzt von hier so. Ne? Fürchte ich leider, dass es halt auch in der anderen Gruppe so schlecht ist. Aber vielleicht funktioniert. Hier ist immer ganz gut, die hängen sich immer da hinten dran. In dieser Position hängen die immer sehr gerne. Dementsprechend werden wir uns jetzt hier übrigens im Arcade in dieser Außenperspektive zu nutzen. Ist viel besser. Oh, der ist schon tot. Scheiße, das war leider okay. So, leider ist okay. Nein. Mal sehen. Nee. Weil er weggefahren ist. So, damit haben wir noch zwei Raketen übrig. Ja. Nee. Ja, mit X würde ich sagen, habe ich die bessere Wahl getroffen hier, also das X hier, ne? Weil ich würde sowieso das nächste Ziel damit auswählen und ne, das ist gut natürlich. Da waren wir ein bisschen zu. Ja. Trotzdem lässt das Fahrzeug mich mit Ratlosigkeit zurück. Das ist jetzt halt. Ich hätte gerne noch einen Gutschein, aber ja, wir sind ja momentan aus. Leider muss man wieder welche nachholen. Ja. Früher hatte ich so viele, ey. Ich hätte mir einsparen sollen. Weil ich die so alle ausgeklimpert habe. Gut, obwohl. Na, ein paar habe ich auch rausgepulpert, um den neuen Puma freizuschalten. Ja. Aber halt. Zu weit. Könnte ich überhaupt beim Leo durchstarten? Ja, doch, einigermaßen. Wenn die Schüsse mit dem Ding hier, na, wenn die Schüsse direkt von oben nach unten die Wette sind, dann knallen. Da leider kein Durchschlag bei ihm. Das ist natürlich. Nein.
kein Segen. Nachteil hier mit dem Fahrzeug ist ja natürlich der Turm, also das geschützt ist, das soll ja nicht nach unten bewegen. Obwohl viele deutsche Fahrzeuge das drin haben. Ne? Aber hier ist leider nichts. Der tot? So war es diesmal nicht. Oh! Oh! Womöglich kriege ich ihn eingeholt. Ich hau. Eventuell. Der Flair ist rausgeklopft. So, gönne ich mir. Was? Das ist auch neu, Leute. Das ist auch neu. Man ist schon lange drüber hinaus und das System erkennt es einfach nicht an. Ich raff's nicht. Ey, das ist doch eine Farce, oder? Das ist eine Farce. Das ist eine scheiß Farce. Ich bin schon lange drüber hinausgeflogen, durch dieses Zielgebiet drüber. Und trotzdem habe ich das nicht anerkannt. Und das ist ganz neu. Also den Hit haben wir ja schon ganz neu drin. Ja, die Runden sind leider scheiße. Die Runde zumindest. Ihr habt das aber mit der Rakete gesehen. Also sie ist nicht so perfekt. Die hat bei dem einen, bei dem da den Autolader in der letzten Runde zerstört. Obwohl die Durchschlagsleistung enorm ist und er hätte eigentlich, ne, der Turm hätte eigentlich platzen müssen. Eigentlich hätte es platzen müssen. Aber eigentlich würde halt dann mal ach Mano, was ist denn meiner gewesen? Oh nein, der ist gerade durch den Zorn, der Hund. Der Kerl, oh Mann! Ich hab so gehofft, dass er jetzt bald mal 10 Sekunden. Wenn er schlau ist, bewegt er sich einfach nicht. Und dann ne, da passiert nichts. Da passiert dann einfach nichts. Aber es sind doch tatsächlich noch 2-3 übrig. 2-3 übrig? Ja, 4 sogar. Und ein BMP mit am Start. Ja. Aber das ist nicht viel. Diese 10 Sekunden. Ja, ich weiß, es sind. Diese, ne, Spawnschutz ist nicht umsonst. Das ist schon ganz geil für die Gruppen, aber 10 Sekunden jetzt. In der Welt bin ich auch kein Spawn-Camper, aber wenn ich in das dann Kills ankommt. Nee, das war's mit dem Wunsch. Das war's. Daher. Naja. Ja, es ist halt, es ist ein Trauerfall, ne? Es ist halt ein Trauerfall. Irgendwie haben sie was kaputt gemacht mit dem Ding. Wir probieren es jetzt mal in realistisch. Aber rechnet mit nichts Guten. Rechnet nicht damit, dass es zu 100% funktioniert. Und womöglich kill ich sogar noch einen eigenen. Nee, das reagiert ja nicht auf die eigenen, ne? Eigentlich dürfte es nicht, das Zielsystem dürfte nicht auf die eigenen reagieren. Ne? Nur auf die gegnerischen. Ich tippe mal auf A fahren. Wäre eine ganz gute Idee. Gerade auf dieser Karte wäre A eine ganz gute Idee. Na, hängst du schön in der Flanke, kannst du eventuell ein, zwei Leute mitnehmen. Gut, C wäre natürlich für Flankendingen noch besser. Aber, ja. Ja, ich sagte vor einiger Zeit, ich mache keinen realistisch Panzerfahren mehr, aber ich probiere es einfach mal wieder, ne? Mit dem Ding. Habe ich halt so die Vermutung, dass es tatsächlich nicht geht. So, jetzt sollte ich mir diese Brücke nicht verpassen. Nein, die geht nicht rum. Immer auf die Spanner. Hier? Hier müssen wir rum. Schöne Landschaft. Wirklich schön.
Da, wenn ich den Schnee sehe, denke ich dran, Ski zu fahren. Oder besser gesagt eher Snowboarden. Snowboarden ist eher mein Ding. Ski, ja, mach ich mal ab und zu. Oder eher ungern. Mit Ski, ich sage ja so, das könnte bestimmt jeder Zweite unterschreiben. Skifahren, ich sag mal, mit Skifahren kann man halt nicht so viele Tricks anwenden, ja, nicht so viele Tricks machen. Aber beim Snowboarden kannst du richtig geil abziehen. Ja, ich bin voll der Snowboarder. Auch wenn jetzt so ein, ich sag's jetzt mal, so eine Pressvorsprich auf dem Snowboard sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ne, kann trotzdem gut hinkommen. So. Nichts in sich. Das heißt nicht. Das heißt nicht. In jeder Zeit noch einer kommt. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Oh, wo war der jetzt? Ja. Ich hab grad da einen gesehen, scheiße. Seht ihr das? Genau das kommt raus. Genau das kommt raus. Nichts. Nada, null, niente. Kein Durchschlag. Kein einziger Durchschlag. Gut, also würde ich sagen, Alter, der hat die Rauchgranate eingesetzt, aber trotz Rauchgranate sollte dieses Fahrzeug eigentlich in der Lage sein, wenn es zielsichtig bewegen. Scheiße, irgendwie hat mich erwischt. Scheiße. Ich kann die Raketen nicht mehr abfeuern. Der Schütze ist tot. Jetzt. Komm schon! Scheiße, ich bin nicht mehr. Die Raketen waren nicht beschädigt. Aber das komplette Stromnetzsystem von dem Panzer war beschädigt. Ja. Da ist schon. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist. Nix! Nix! Die Rakete ist eingeschlagen, hat nichts verursacht. Wie gesagt. Ja, jetzt kann ich es euch leider nicht zeigen. Geht jetzt leider nicht. Aber eigentlich. Ne, 700 mm Durchschlagsfläche. 700 mm. Wir können uns gleich mal nochmal angucken, was das für eine Panzerung ist, weil er sagt, wir gucken mal genau, wo die Rakete dann getroffen hat. Wir gucken uns die Wiederholung an. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist und ich bin ratlos. Ich bin echt ratlos. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss einfach, entweder ist es Absicht oder es ist halt ein Aussatz. Eins von beiden kann höchstens vorhanden sein. Den Schuss habe ich gesehen. Schauen wir gerade noch die Kornblätter aus der Deckung raus. Das sieht mich zum Glück noch nicht. Er weiß, dass ich hier bin. Seit. Er weiß, dass ich hier bin. Gezielt und ja gut, er hat kein, ach, der neue, naja gut, beim Alkalit, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut der wirklich ist. Den habe ich noch nicht ausprobiert, auch noch nicht getestet, da weiß ich selbst noch nicht, was hat er drauf. Ja, da weiß ich nicht. Das soll irgendwas sein. Hahaha.
Kumpel. So viel dazu. Dankeschön. Wäre ich da bloß nicht gespawnt. Ey, ich habe sogar noch einen Punkt frei. Super geil. Wir nehmen ja den Ocelot. Das ist das Einzige, was mir noch übrig bleibt, glaube ich. Ja. Das war eine blöde Situation, würde ich mal klar behaupten. Ocelotti. Das Radar sagt gar nichts. Doch, da. Hier irgendwo. Hier soll irgendwo was sein. Aber wo? Ja, ganz weit am Rand, weit hinten. Also nichts, was man jetzt, ne, anvisieren könnte, ist schon wieder weg. Mann. Hier? Ja. Mal sehen, ob er ihn erwischt. Da war Schicht im Schacht. Da oben ist er. Da ist der hier. Das ist. Nein, das war eine Flare. Das war eine Flare. Hab ich gesehen. Außer Reichweite bin ich komplett. Kriegt der Kollege sie? Ja, der Kollege. What? Okay, da bin ich echt falsch konzentriert. Da habe ich mich echt. Ich hätte mich nicht auf den Heli konzentrieren sollen. Ich hätte nicht so einen Blickplatz nehmen sollen. Aber ja, was soll's. So, wir gucken uns jetzt mal in der Wiederholung an, wo die Rakete eingeschlagen ist. Das kann ich mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich so schlecht aus. Na, cool, ich krieg eine Schlachttrophäe. Yippie! 40.000, ja! 40.000, wenn ich es draus preis. Ich krieg wenigstens einen Trostpreis noch rausgeschmissen. Ey. Das ist doch schon mal was. So, wir gucken jetzt. Moment, wo haben wir es hier? Das schon lange nicht mehr gemacht. Ah, Wiederholung. Wir gucken jetzt in der Wiederholung, was da abgegangen ist. Wo ist die Rakete eingeschlagen? Wir müssen uns das mal angucken. Weil generell gesehen, ne? Generell gesehen hätte ich es rocken können. So, wann können wir hier vorspulen jetzt? Da ist der Gegner schon. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich schon einen gesehen habe. Ja, ich sehe hier, da ist einer. Ich war mir ziemlich sicher, ich habe irgendwas gesehen, aber ich war dann komplett irritiert. Da ist er. So, wie heißt das? Moment, wir machen mal langsamer. Wir machen sehr langsam. Jo. Habt ihr das gesehen? Die Rakete ist vor, ne, vor, direkt, also direkt hier vorne in die Panzerung reingebrettert. Und hat nichts angerichtet. Überhaupt nichts. Ganz und gar nichts. Und das ist schon das, wo ich sage, hallo, was geht ab? Schön vorne in die Platte reingekommen. Also da geht es mir echt, das ging gar nicht. Und beim zweiten Mal, das gucken wir uns jetzt genauer an, beim zweiten Mal müsste eigentlich die Rakete direkt auf Blende gegangen sein. Oder zumindest in der Nähe. Jo, schöner Shot. Komm schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann habe ich das Risiko gemacht. Ah, da war schon der leichte Beschuss. Der Kollege hat drauf gehämmert. Okay. Was ist das? 62er, ne? 64er schon. 64. Und nach vorne. So, jetzt angepinkt, glaube ich. Und ihr seht die Rakete. Okay,
okay, das war aber zum Schluss noch. Warum auch immer die Rakete da den Job nicht machen konnte. Ja gut, es war zu nah, würde ich sagen. Es war zu nah. Rakete war einfach zu nah. So. Habe ich ja noch mal was hingekriegt? Nee, da war nichts mehr, ne? Da war nichts mehr. Gut, wir müssen noch mal, wir können leider nicht zurückspulen. Die Funktion ist immer noch nicht drin. So, die Funktion ist leider immer noch nicht drin, dass da, ne? So, komm. Mach hier. So. Wie gesagt, wir gucken uns gleich mal genauer an, was das nochmal für ein Fahrzeug war. Ich habe da nämlich nicht ganz was ich gesagt habe. Guck mal, da war ein nochmal auf 250, jetzt läuft es langsam, bisschen zu langsam vielleicht. Vielleicht kommt er. Da kommt er. Was ist das? T80UD. Okay, wie heißt der? Eva Elfi. Ich sehe sie nicht. Ah, da. Okay. Okay, wir gucken. Na, wir gucken, wo die Rakete einschlägt. Wir gucken mal hin. So. Wir hören die Rakete. Seht ihr es, wo das Ding eingeschlagen ist? Habt ihr das gesehen? Genau hier unten, es hätte eine Explosion geben müssen. Es hätte eine Explosion geben müssen. Der hätte drauf gehen müssen. Also, was ist jetzt Fehler? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann liegt das vielleicht an ihr oder so. Nee. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Also, irgendwas stimmt mit dieser Rakete nicht, ne? Irgendwas stimmt nicht. Die funktioniert nicht richtig, wie sie soll. Also, ja. Durchschlagswerte hätten da wirklich heftig. UD. Habe ich den eigentlich? Nee, den habe ich noch nicht. Gucken wir mal. Vielleicht können wir irgendwas zeigen. UD, gucken wir mal. Ach, das ist der Premium. Das ist der Premium. Das ist vom Vorteil. Da können wir gleich mal hier in der Schutzanalyse, in der Matrix, uns was reinziehen. So. Deutschland. Der neue Panther, will ich schon sagen. Der neue Puma. Wo ist denn? Da. Damals. So, wie weit waren das entfernt? Vielleicht 500 Meter? Ungefähr. Ja, so ungefähr 500 Meter. So, wo haben wir es denn hier? Spike-Rakete. Genau. Also eigentlich war das laut der Anzeige hier drauf, ne? Oder hier. Gucken wir mal, was wäre passiert. Oh, tatsächlich nichts. Echt nicht? Hm. Das wäre, da wird nichts gemacht, ne? Mal gucken, ob wir den Winkel so ein bisschen hinkriegen. Es war ja Unterbauch eigentlich. Es war ja Unterbauch. Seht ihr? Da wäre was passiert. Daher, ich bin mir nicht sicher, was los ist. Kann das Ding hier eigentlich wirken? Nur mal als Beispiel. Ja, kann wirken. Aber es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass diese Rakete tatsächlich verkackt.
Es ist nicht das erste Mal. Dementsprechend, ja, ich bin selber etwas sauer und enttäuscht, was diesen Puma angeht. Er ist super eigentlich, aber ja, das ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt so eine Sache. Wie bei dem einen Arcade-Runde hier, wo es einfach nur den Autolauder rausgeholt hat beim Gegner und nicht alles andere. Wie gesagt, zum Vergleich nochmal hier, ne, damit ihr seht, was für eine Raketendurchschlagsleistung. Wir haben hier 700 mm auf dem Winkel von 0. Selbst beim Winkel von 30 mit 606 ist eigentlich alles bestens. Aber aus unerklärlichen Gründen kann diese Rakete, weiß nicht, funktioniert es nicht. Aber mir fällt gerade ein, am Anfang, wo unsere Haubitzenfahrzeuge reingekommen sind, wo war es jetzt nochmal? Wo ist denn der M109? Da. Weit vor dem M109 hat man ja anfangs auch Probleme gehabt, was diese Munition zum Beispiel betrifft. Die hat ja auch nie richtig funktioniert. Jetzt funktioniert sie, aber sie musste mehrmals gepatcht werden, ne? Also ich fürchte, dass es vielleicht daran liegt, dass die Mechanik noch nicht richtig greift. Ja, ist nur leider schade, dass es halt nicht funktioniert, Leute. Weil der T-80U, der wäre sowas von dead gewesen, der wäre sowas von tot. Keine Chance. Selbst wenn es direkt nach vorne auf die Front geknallt wäre, die Rakete, keine Chance, das Ding wäre im Arsch. Na, der wäre im Arsch gewesen. Aber nein, ne? Irgendwas stimmt nicht. Ja, der Puma VJTF. Eigentlich ist er ganz nice, wie der Vorgänger, nur mit Raketen, nur dass diese halt nicht richtig funktionieren. Meine Empfehlung an die Entwickler hier, ja, patch das nochmal. Oder ist das so gewollt? Ich hoffe, das ist nicht so gewollt. Man muss keine Angst haben, dass das Fahrzeug so imbar ist. Wir haben nur 4 Raketen, das heißt, wir können eventuell 4 potenzielle Gegner rausholen. Eventuell. Ne? Es ist die Chance, 4 hintereinander. Ja, ist drin, aber trotzdem, es sind halt 4. Ne? Es sind 4. Und jeder kann in der Karte dreimal in eine Runde rein, außer man erwischt jetzt den gleichen und denselben immer wieder. Aber das, ne, das ist dann echt wirklich Zufall. Ne? Daher. Naja. Na gut, Leute, dann das war's. Puma VJTF. Hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es mehr frustrierend in der letzten Runde war. Ne? Er hätte tot sein müssen, der T80UD. Er hätte tot sein müssen. Und wenn jetzt wieder ein Verschwörungstheoretiker um die Ecke kommt und sagt, ja, Moment, Moment, das ist ja ein Premium-Fahrzeug. Die gehen ja normalerweise nicht kaputt, weil diese Scheiße macht tatsächlich im Netz auch noch rum. Und dann muss ich sagen, auch Premium-Fahrzeuge gehen kaputt. Ich weiß das. Ich fahre sehr gern meinen Leo A1 A1 und wie oft ist der mir schon geplatzt. Also jetzt mal ehrlich. Und nicht, weil ich einfach unüberlegt gefahren bin, sondern ich bin so vorsichtig gefahren und habe versucht, lang am Leben zu bleiben und trotzdem, ne, bin ich einfach so drauf gegangen. Ja. Daher, es liegt nicht am Premium-Status, es liegt einfach, ja. Aber gut, im Forum hagelt sowieso gerade Kritik wie blöd, was das angeht. Ich schätze mal, da wird demnächst vielleicht noch ein Update kommen, ne. Hoffen wir es mal. Na gut, dann euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken weiterhin. Und wir sehen uns auf jeden Fall mit dem Panzer nächste Woche Mittwoch. Freitag, ich bemühe mich bis Freitag für die Seeratten unter euch. Oder heißt das überhaupt Seeratten? Unter den ja, Hochseeflottenliebhaber die SMS der Flinger erforschen zu können. Es sind halt 290.000 Forschungspunkte. Also selbst wenn ich jetzt mit der Prinz Eugen reingehe, ne, dann hier die Westfalen nutze, weil die hatten, na, ihr seht das ja, die hat ja einen Talisman drauf und die Hippe. Trotzdem müssen die Runden verdammt gut laufen, damit ich hier, ne, durchstarten kann. Mit einer harte Nummer werden. Ja, mit einer harte Nummer. Naja. Na gut, dann, wir sehen uns, Leute. Na, halt die Ohren steif und bis dann. Ciao.